Piercings. Und zwar möchte ich gerne 3 bis vielleicht 4 verschiedene auf einmal machen. Okay, bist du bereit für Schmerz? Okay, bist du bereit für Schmerz? Ja. Hallo, ich bin's, Kim Lian, und ich habe mich gerade fertig gemacht zum Videos drehen. Ich war so mega in Weihnachtsstimmung und dachte mir, ich drehe da hinten mal so ein paar weihnachtliche Videos. Und dann, wie es aber so oft ist, bin ich dann kurz an den Laptop gegangen und 2 Stunden später war ich immer noch dran und in den Untiefen der Piercing-Welt des Internets verloren. Und ja, du hörst richtig. Piercing-Welt. Von Kendall über Kylie Jenner bis hin zu Sienna Miller und Scarlett Johansson bin ich über mega die coolen Piercing-Inspirationsanordnungen gekommen und habe jetzt mega Bock, mir ein Piercing stechen zu lassen. No, God, please, no! 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 Ja, halte mich für verrückt. Ich weiß auch nicht, was irgendwie in mich gefahren ist, aber ich habe schon so lange Lust, mir ein Tattoo machen zu lassen. Und das wird einfach nichts. Sprich, vielleicht sollte ich erstmal anfangen mit einem Piercing. Das ist dann doch die etwas schwächere Variante, weil man das ja wieder rausnehmen kann. So, und zwar bin ich schon perfekt vorbereitet. Ich habe die letzten 2 Stunden einen Ordner angelegt mit Piercing-Inspirationen, die ich von Pinterest, Tumblr und Google und so weiter habe. Machst du das auch immer zufälligerweise, dass du so Ordner anlegst von Frisuren oder Haarschnitten, die du dann dem Friseur zeigst oder so? Ich mache das gleiche jetzt bei Piercings. Und zwar möchte ich gerne 3 bis vielleicht 4 verschiedene auf einmal machen. YOLO, Bitch! Don't judge me. Ich weiß, das ist ein bisschen verrückt für das, dass ich sonst noch keine Piercings oder Tattoos oder so habe. Ich habe nur hier diese klassischen Steckerchen schon seit Urzeiten. Aber ja, ich kann mich daran nicht mehr erinnern, wie der Schmerz war. Deshalb bin ich mega gespannt. Vielleicht fange ich auch erstmal mit dem Ohr an. Aber ich glaube, das werde ich jetzt dann nachher spontan entscheiden. Und mir auch noch Hilfe holen von meiner lieben Freundin Steffi. Ich rufe sie jetzt auch direkt mal an und frage sie, ob sie zufällig Zeit und Lust hat, mit mir spontan zum Piercer zu gehen. Hey. Ich habe eine Frage. Oh je, was ist das? Was hältst du davon, wenn wir spontan mir 3 bis 4 Piercings machen gehen? Oh mein Gott! Aber ich muss es nicht machen. Ich gehe nur mit, oder? Wenn du ein Freundschaftspiercing haben willst, dann hätte ich nichts dagegen. Aber prinzipiell dachte ich an mich. Was willst du machen für ein Piercing? Halt, stopp. War das jetzt ein Ja oder ein Nein, dass du mitgehst? Hier komme ich mit, wenn du dich piercen gehen willst. Ja! Jetzt kommt die Revanche. Dich haben wir tätowiert und mich piercen wir. Du holst mich um 15:15 ab? Genau, 15:15 Uhr. Ja, perfekt. Perfekt, ich freue mich schon. Dann. Los geht's, Leute. Ich bin aufgeregt und freue mich. Hallo. Meine Begleitung. Bist du bereit, Händchen zu halten? Ja, natürlich. Du hast ja mir auch den Händchen gehalten. Ja, weil sie war tätowieren in Miami und heute switchen wir das Ganze mal. Ja. Bin schon so gespannt. Ja, voll, voll. Es war so spontan irgendwie. Wir haben jetzt hier die liebe Anna getroffen. Und ich musste jetzt... Ja, und ich musste jetzt erzählen, was ich vorhabe. Deine Reaction. Ich habe vor, in 10 Minuten mir 3 bis 4 Piercings stechen zu lassen. Nicht mal... Ah, deswegen bist du so nervös. So, alles auf einmal. Challenge accepted. Gleich geht's los. Gleich geht's los. Ich habe mich jetzt für 3 Piercings entschieden. Für den Anfang. That's the plan. Ich versuche mich zusammenzureißen und nicht allzu sehr zu schreien, damit ich dir nicht die Kundschaft vertreibe mit diesem Video. Nein, Spaß. Ich glaube, ich werde im Video jetzt zuerst mal knallrot werden und dann hinterher so voll bleich. Das zweite Ohrloch am Ohrläppchen geht sich noch aus vor dem Knorpel. Ja. Endlich haben meine großen Ohren einen Sinn. So, mit was möchtest du anfangen? Was ist das Schmerzhafteste? Fangen wir einfach mit dem Schmerzhaftesten an. Man kann schwer sagen, weil es ist total individuell, ja, wie dein Schmerzempfinden ist. Du lässt dich zurück.
steckt das Piercing schon? Ich denke mir schon, okay, das war jetzt das Schnellste meines Lebens, wenn das so schnell gegangen ist. Ja, leider, es geht nicht so schnell. Es schaut ein bisschen brutal aus, diese Riesennadel in deinem Ohr. Halleluja. Nein, das ist voll easy. Mein Ohr wird gerade extrem warm. Es pulsiert wahrscheinlich auch ein bisschen. Pulsieren? Gerade im Moment nicht. Das ist so richtig, richtig warm einfach. Okay, bist du bereit für den Schmerz? Okay, bist du bereit für den Schmerz? Ja? Interessant. Das fährt so einmal vom Ohr, ist ganz heiß, und fährt dann so runter bis in den Oberschenkel. Oh mein Gott. Ich hab's so richtig gesehen. Es ist knallrot, dein Ohr. Sehr cool. Es ist eine sehr dicke Nadel, also es ist nicht zu vergleichen mit Impfen oder so. Aber ich finde Blut abnehmen schlimmer, weil ich einfach, wenn ich zuschaue, dass Blut da rauskommt, dann freakt mich das irgendwie mehr aus, als wenn ich einfach diesen Schmerz habe. Okay, bist du bereit fürs Nächste? Das Nächste ist gelobt. Ja. So. Das ist echt eine fette Nacht. Ich hätte mir gedacht, ich bin so... Nur am Schreien. Schreien auch Leute bei dir? Teilweise, oder sind alle so totenstill immer? Sie schreien. Ja? Eine hat mal zu weinen begonnen. Es ist schon drin, okay. Ist drin. Leute, ich sehe jetzt schon, dass ich so eine 90-Jährige werde mit 300 Piercings, weil mir das echt nicht so schlimm wehtut. Es gibt ja so eine, die hat einen Weltrekord der meisten Piercings. Officially the new world record holder for the most piercings, Elaine Davison. I'm coming for you. Ich werde mehr haben irgendwann. Redet sie groß nach dem 1, 2, 3, 4. Ich frag dich in. Deswegen. Ich frag dich morgen nochmal. Ja. Yay. Was ist lang hinten? Ja, aber das ist wichtig. Ich glaube, es tut mir mehr weh zum Zuschauen als dir. Es war grindig, weil du spürst, wie der Knorpel knackt. Ah. Das war echt ekelhaft. Wenn du schwindelig wirst, musst du mir sagen. Ja, okay. Nee. Alles cool. Das ist das normalste der Welt, vor allem bei 3 Piercings auf einmal. So, wie war es generell? Gut. Wie ist es mit deinem Ohr? Bin happy. Red dich mal. Voilà. Cool. Yes. Geil. Danke. Ja, bitte gerne. Danke. Bitte. Tschüss. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Okay, tschüss. Hier habe ich jetzt meine Anleitung, was ich machen darf und was nicht. Und ich hoffe, dass heute Nacht sich keine Haare da irgendwie verfangen, weil ich glaube, das wird sehr schmerzhaft. Falls noch irgendwie krasse Schmerzen auf mich zukommen, dann werde ich einfach hier updaten. So langsam wird das Ohr hautfarbener, meint die Steffi. Also innen sieht man schon, ist es schon wieder ein bisschen weißer. Und ja, was ist die beste Adresse, nach der man sich 3 Piercings auf einmal hat machen lassen? Genau, als Nervennahrung geht man Burger essen. Und der ist richtig schön groß, so wie wir es mögen. That's what she said! Ich habe einen veganen Cheeseburger und du hast... Okay. Original. Ich habe ein anderes Getränk. So, ich bin jetzt wieder zu Hause. Es ist genau 2 Stunden später und siehe da, mein Ohr hat wieder komplett Hautfarbe. Ist sogar fast weniger rot als das, wo nichts passiert ist. Also offenbar kommt mein Körper sehr gut damit klar. Ich wollte hier allerdings noch als Disclaimer sagen, dass es nicht bei jedem so ist. Wie die Piercerin gesagt hat, manche Leute schreien dort, manche Leute weinen dort. Also nur weil ich das gut weggesteckt habe, heißt es nicht, dass jetzt jeder hinrennen soll und sich unbedacht piercen oder irgendwas. Jeder Mensch reagiert anders. Also wenn du vorhast, dir so ein Piercing stechen zu lassen, dann überleg dir das sehr, sehr gut vorher. Ich überlege ja schon seit Jahren, ob ich mir das mache, und habe jetzt einfach spontan gesagt, gut, mir reicht's, ich mache es jetzt endlich. Ansonsten, es steht natürlich auch jeder anders zu Tattoos oder Piercings. Manchen gefällt's, manchen gefällt's nicht. Ich finde es hier ganz cool, dass ich es jederzeit auch rausnehmen kann. Lasst mir jetzt gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr dieses spontane Vlog-Video gefallen hat. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn nicht, dann nicht. Und schreib mir aber unbedingt mal in die Kommentare, ob du Tattoos hast oder Piercings. Sei es auch nur solche ganz normalen Stecker hier, so klassische. Ich bin gespannt zu lesen, wie viele da unten Piercings und Tattoos haben. Schreib mir auch mal, was du hast oder ob du gar keins hast. Ein sehr spannendes Thema, wie ich finde. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns vielleicht auch auf meinem Instagram-Account, wo dann auch einige Fotos kommen werden von diesen Babys. Und ansonsten können wir uns natürlich in meinem eigenen Online-Shop sehen, wo unter anderem dieser Stecker her ist, der nach 2 Ohrlöchern aussieht, obwohl er nur durch eines geht. Da kann man so ein bisschen cheaten. Verlinke ich dir auch unten, und ansonsten sehen wir uns einfach in meinem nächsten Video.